Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Und heute werde ich euch zwei weitere Module zeigen, nämlich einmal unseren 8-Bit-Bass, genau hier, und unsere Clock, also unser Taktgeber hier unten. Und ihr seht auch gleich, das ist nicht allzu kompliziert. Daher werde ich jetzt kein Baututorial darüber machen. Und ja, daher werde ich euch einfach nur zeigen, wie es aufgebaut ist, damit ihr es dann nachbauen könnt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Clock an, also mit unserem Taktgeber. Und ihr seht, wir haben hier vier Knöpfe. Und wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Hier oben steht ganz klein Clock. Und das heißt, hier kommt dann eben die Clock ran, die wir dann auswählen werden. Es gibt hier insgesamt sechs Clocks. Einmal hier 0,2 Hertz, 0,5 Hertz, 1, 2, 5 und 10. Und die habe ich jetzt aus Versehen hinzugefügt. Und dann habe ich gerade aus Versehen was gelöscht. Ja. Aber eine dieser Clocks werden wir nutzen. Und ich werde das dann noch ausprobieren müssen, welche von denen funktioniert. Daher habe ich hier erstmal noch keine Clock ran gemacht, sondern einfach nur einen Knopf. Dann haben wir als nächstes CLE, das ist quasi Clock Enable. Also wir wollen quasi die Fähigkeit haben, der Clock zu sagen, dass sie eben das Signal weitergeben soll oder eben auch nicht. Und wenn wir es eben deaktiviert haben, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Knopf. Können wir es auch eben in Einzelschritten machen, damit wir genau sehen können, was im Computer dann eigentlich passiert. Und dazu ist dieses Step da. Also es ist ja hier so ein Pulsknopf, das ist kein Switch, also kein Hebel, der an und ausgeht, wenn man zweimal klickt, sondern man drückt, so lange ist das Signal an, wenn man wieder loslässt, geht das Signal wieder aus. Und damit können wir den Computer immer in Einzelschritten durchführen lassen. Und zu guter Letzt haben wir das CS und das heißt Clock Stop. Das heißt, das ist ein Befehl von unserem Befehlsregister, der dann eben die Clock komplett stoppen lässt. Das heißt, da kommt überhaupt kein Signal mehr durch. Genau, also das waren jetzt hier die vier Knöpfe erklärt. Hier unten ist natürlich dann die Clock als Ausgabe. Ihr seht hier immer wieder die Logic Gates. Und wie gesagt, ihr könnt das einfach vom Sehen nachbauen. Da werde ich jetzt nicht unbedingt ein Tutorial machen. Und damit hätten wir das. Und dann gehen wir weiter zu unserem 8-Bit-Computer, unserem 8-Bit-Bus. Und das ist eben das Modul, was alle anderen miteinander verbindet. Und auf dem ersten Blick seht ihr hier ganz viele Knöpfe. Jeweils immer von D0 bis D7. Und hier unten haben wir nochmal eine Clock. Ich habe das einfach nochmal hinzugefügt. Und das führt hier einfach zur Clock. Ich füge dann hier die Clock einfach dran und alle anderen Module nehmen das dann von hier. So, dann haben wir eben, wie gesagt, diese Knöpfe, beispielsweise hier D7. Davon haben wir, ich glaube, sechs Stück, ja. Die schalten wir mal alle an. Das sollten alle sein. Und ihr seht, die sind alle hier in OR Gates reingepackt. Dann nochmal in OR Gates und dann als Ausgabe in D7. Und das ist im Grunde alles. Das ist genau bei allen anderen so. Und ja, damit können wir eben die Daten von Modulen, also vom einen Modul zu allen anderen verteilen. Und das war es auch im Grunde mit dem 8-Bit-Bus und auch mit dem Video. Denn ich habe euch einfach hier die beiden Sachen jetzt gezeigt. Wie gesagt, die sind relativ leicht nachzubauen. Daher zeige ich euch die einfach nur mal. Und dann sollte das schon was werden. Ansonsten war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.